Normalerweise fange ich immer an und erzähle den Leuten, wo wir sind. Das mache ich heute nicht. Das macht der Maximilian Böltl selbst. Ja, herzlich willkommen im Maximilianeum. Wir sind hier im Bayerischen Landtag und sind jetzt tatsächlich gerade im Weiße-Rose-Saal. Da bin ich relativ häufig, weil hier, lieber Wolfi, immer unsere Ausschusssitzungen stattfinden. Das war schon mal der erste gute Einstieg. Ich hätte es gar nicht besser sagen können. Ich wusste es nur, weil ich vorher Fotos gemacht habe draußen. Ich habe mir ein bisschen was notiert. Eigentlich bräuchte ich es bei dir gar nicht, weil man dich kennt. Ich habe es trotzdem mir notiert, weil ich so ein bisschen eine Reihenfolge machen wollte. Ich komme auf Kirchheim ganz kurz. Wie sehr vermisst man es bereits nach einem Jahr? Also ich vermisse tatsächlich die tägliche Arbeit als Bürgermeister, weil es natürlich was Konkretes ist. Wir kommen ja gleich noch drauf, dass das jetzt hier nicht schlechter ist, aber es ist ganz anders und natürlich vermisse ich da auch den alltäglichen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen im Rathaus. Aber Kirchheim an sich kann ich gar nicht vermissen, weil wir hatten ja den tollsten Sommer aller Zeiten jetzt auf der Landesgartenschau mit über 500.000 Besuchern, und deswegen gab es da keinen Moment des Abstands. Wir reden ja nicht nur von Kirchheim, es sind ja eigentlich zwei Orte, für die du da zuständig warst, als ja, Politiker, sage ich jetzt einfach mal, warst der Bürgermeister. Ich glaube einfach, dass dich auch die Bewohner dieser Orte ein ganz kleines bisschen vermissen, weil wenn man dich kennt, dann weiß man, du bist, hast vorher das Wort sogar mal verwandt, der Politiker zum Anfassen oder der Mensch zum Anfassen. Wenn man dich braucht, dann kann man dich auch greifen, man kann dich erreichen, du meldest dich in der Regel auch sofort zurück. Das kenne ich jetzt nur aus Unterschleißheim von unserem Stefan Grimmer, der ähnlich ist. Und da muss ich sagen, also Hut ab, das habe ich selber kennenlernen dürfen bei dir und das ist schon mal für einen Politiker ganz was Besonderes. Und jetzt sind wir natürlich hier im Landtag, dass das ein bisschen eine andere Nummer ist und dass du dann auch gefragter bist und weniger Zeit hast. Das ist mir vollkommen klar. Aber da bin ich jetzt schon beim Thema Zeit, wo man aufgeschrieben habe, was mir auch wichtig wäre zu fragen, Zeit für Privates, wie viel weniger ist das geworden? Es ist eigentlich, was die Zeit angeht, ungefähr gleich geblieben. Der Unterschied ist, man ist halt wesentlich mehr fremdbestimmt. Also der Bürgermeister ist der Chef, der gestaltet seinen Kalender so, wie er ihn braucht, und der Abgeordnete ist halt einer von 200. Und dann muss man sich hier natürlich auch unterordnen, ist klar. Da gibt es den Sitzungskalender, die Termine, die Fraktion, und da ist sehr viel mehr fremdbestimmt. Also ist im Prinzip die Organisation der Zeit, die man in der Politik einbringt, sozusagen nur ein bisschen anders. Vorher war es wesentlich mehr selbstbestimmt, jetzt ist es mehr fremdbestimmt. Aber wir schauen schon, dass auch genug Freizeit bleibt. Der Tom ist ja auch super eingespannt, also fällt es auch gar nicht auf, wenn ich viel unterwegs bin. Und wenn wir Zeit haben, dann hauen wir meistens nach wie vor ein bisschen in die Berge ab, weil uns das da einfach gut tut. Dann auch sozusagen den Blick von den Bergen ins Tal, weil da merkt man dann oft, wie klein eigentlich die Probleme sind, über die man sich so ärgert, auch wenn man momentan natürlich große Herausforderungen Denke haben, ich das mir, ist als klar. Abschalten ist wahrscheinlich auch ganz leicht, wenn ringsrum nicht alles immer klingelt und läutet und Leute reinkommen. Ich konnte einen Punkt eigentlich überspringen. Du hast gesagt, das Ohr für den Bürger verloren. Das ist natürlich nicht der Fall. Du bist immer für die Bürger da, das wissen wir, haben wir vorher gerade erwähnt. Das Wort Danke sagen ist auch ganz wichtig. Kennt man von dir auch, dass du immer Danke sagst zu den Leuten? Durften wir selber schon mal ein Danke von dir hören bei deiner Wahlveranstaltung damals, wo du Hochhaus gewonnen hast, sage ich mal, und dadurch auch hierher gekommen bist. Und ich glaube, dein ganzes Team, was wir ja auch zum Teil kennen, wir haben heute den Praktikanten kennengelernt, der sensationell ist, der uns abgeholt hat am Auto und durchs Haus geführt hat, aber dein ganzes Team, ich kann mich nur erinnern an Zeiten, da bist du mit dem Lastenradl gefahren im Valentinspark und hast vorne deine Social Media Beauftragte drin sitzen gehabt. Und das hat nicht irgendjemand gemacht, dieses Last, das hast du selber gefahren. Und das war so, wie soll man es denn formulieren, so nah beim Menschen. Und das zeichnet dich, glaube ich, aus. Ja, mir macht es auch Spaß, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und du hast es gesagt, den Bürgerkontakt verloren. Also es ist tatsächlich so,
dass du es als Abgeordneter schon selber ein bisschen in der Hand hast, wie viel Bürgerkontakt möchtest du haben. Also als Bürgermeister bist du ja automatisch mit den Dingen viel tiefer und viel näher dran befasst. Aber wenn man das als Abgeordneter will, und das ist mir ja total wichtig, jetzt halt in 13 Kommunen, nicht mehr in einer, dann hat man nach wie vor ganz, ganz viel Bürgerkontakt. Und die Leute kommen zu uns ins Bürgerbüro nach Aschheim. Da bin ich ja meistens Montag und Freitag, weil wir Dienstag, Mittwoch, Donnerstag hier Sitzungsdienst und Sitzungstage haben. Und da kommen die Leute mit ganz, ganz vielen verschiedenen Anliegen. Und so wie es bei mir als Bürgermeister immer war, das kriegt man ja nach 10 Jahren gar nicht mehr raus quasi. Da gibt es die Regel, du bist immer zuständig. Also als Bürgermeister bist du es meistens auch tatsächlich, weil entweder du hast die Zuständigkeit oder du bist wenigstens dafür verantwortlich, dem Bürger zu sagen, wer zuständig ist und ihm dabei zu helfen, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Und das habe ich mir versucht, auch als Abgeordneter zu erhalten, weil oft kommen die Leute tatsächlich mit Fragestellungen, für die wir wirklich als Landtag nicht zuständig sind. Mhm. Aber man kennt ja als Kreisrat, als ehemaliger Bürgermeister die Zugänge, die Wege, die Mechanismen, und dann kann man in der Regel auch helfen. Und das macht einfach Spaß, weil das ist ja die Hauptaufgabe vom Politiker. Und so gilt es natürlich auch für das ganze Team, dass wir da einfach auf Augenhöhe zusammenhelfen. Es ist jetzt ein sehr kleines Team, da zusammenhelfen, damit am Ende das Beste einfach rauskommt für die Leute. Wir haben ja vorher schon mal über Unterschleißheim gesprochen, wo du leider nicht mehr ganz so oft zu sehen bist. Geht ja auch gar nicht. Aber auch in Unterschleißheim sind junge Menschen, und wir haben vorher mal ganz kurz angesprochen, ob es wieder der Praktikant ist oder ob es Leute sind, die dir zuarbeiten in Unterschleißheim, die Gott sei Dank auch aus der Jugend kommen. Und ich ziehe da den Hut, wenn junge Leute nicht auf die Straße laufen und irgendeinen Blödsinn machen, sondern sagen, okay, da interessiere ich mich dafür, ich möchte was bewegen. Und solange sich die nicht auf die Straße kleben, bin ich da voller Fan davon. Ja. Und die in eurer Partei, jetzt können wir ruhig die CSU erwähnen, sind die Leute, die bewegen etwas, ohne sich hinzubappen. Das funktioniert nämlich ganz gut mit Worten auch. Und man sieht es ja überall, egal wo ihr auftaucht, was ihr macht es mit Worten, ihr beschimpft niemand. Und ihr findet es eigentlich im Grunde genommen alles toll, und alle, man hört von euch auch, habe ich schon 2-3 Mal gehört, auch von Stefan Grimmer, wäre toll, wenn wir alle ein bisschen zusammentun würden. Muss ja nicht ganz in die blaue farbliche Richtung gehen. Weiß-blau ist okay, aber alles andere nicht. Und ich muss sagen, dass man also wirklich den Hut zieht als Bürger, ich bin ja irgendwo Bürger, den Hut zieht vor dem, was ihr macht. Und wir können eigentlich nur hoffen, wie geht es weiter. Und das wäre eigentlich mein nächster Punkt schon. Wo geht deine Reise hin? Also jetzt erstmal bin ich ja hier richtig angekommen. Jetzt bin ich dann bald 1 Jahr im Landtag, habe das Glück gehabt, jetzt auch im Haushaltsausschuss mit dabei sein zu dürfen. Das ist letztlich, sagen wir mal, neben anderen Institutionen, die es natürlich braucht, aber schon einer der Dreh- und Angelpunkte, wie ich jetzt auch in dem einen Jahr festgestellt habe, der Parlamentsarbeit, weil letztlich muss alles, was der Freistaat Bayern machen will, an Projekten, auch an alltäglichen Fragestellungen, muss im Haushalt einmal abgebildet sein. Und deswegen geht da natürlich alles einmal in den Haushaltsausschuss. Und das ist eine super spannende Aufgabe, wo ich auch für die Kommunen im Stimmkreis mit am allermeisten rausholen kann. Das ist jetzt auch für mich natürlich die große Aufgabenstellung gewesen in dem ersten Jahr. In Kirchheim und Umgebung kenne ich mich ja sehr, sehr gut aus, logischerweise. Aber halt dann auch zu schauen, was gibt es in Unterschleißheim noch. Dort habe ich jetzt zum Beispiel sehr, sehr enge Kontakte in die Sehbehinderten- und Blindenschule. Toll. Ganz tolle Einrichtung, die du ja auch erstmal kennenlernen musst und dich damit im Detail beschäftigt. Was können wir da wiederum als Freistaat noch tun und mithelfen? Aber auch dann bis runter nach Ottobrunn, wo wir ja jetzt den neuen Campus für die TU aufbauen. Und das Tolle ist, das war mir ja als Kreisrat eigentlich schon bewusst, aber wenn du es dann nochmal wirklich so reell zum Greifen hast, was wir auch für eine tolle Zusammenarbeit bei uns vor allen Dingen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft haben, also diese ganz enge Kooperation zwischen den Unis, Oberschleißheim, die ja da gerade aufgebaut wird, Garching und Ottobrunn und andere, zwischen den Unis und den Unternehmen. Das ist wirklich was ganz Einzigartiges, auch im Vergleich mit ganz Bayern. Und da müssen wir noch ein bisschen mehr auch draus machen für die Kommunen.
Und das war jetzt letztlich meine Hauptaufgabe in dem ersten Jahr. Ich bin auch noch nicht ganz durch. Also jetzt geht es natürlich dann auch um die Themen. Polizei ist ja ein klassisches Landesthema. Die Dienststellen, habe natürlich schon angefangen, aber die Dienststellen alle zu besuchen, die Schulen alle kennenzulernen, Bildungspolitik auch Landesthema. Also ich bin da mit dem Erfassen des Stimmkreises sozusagen noch nicht ganz fertig, weil man natürlich auch hier den Sitzungsbetrieb erstmal richtig kennenlernen musste, die Kollegen kennenlernen musste. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist immer noch wahnsinnig viel Neues. Auch nach einem Jahr kann ich noch nicht sagen, jetzt bin ich total drin. Aber kann jetzt schon sagen, auch wenn es anders ist wie vorher, vielleicht ein bisschen weniger konkret, macht es trotzdem wahnsinnig viel Spaß. Du schmeißt mal ein Thema nach dem anderen zu. Das ist eigentlich ganz leicht mit Maximilian zum Ratschen. Du hast mir gerade Themen zugeschmissen wie du bist ganz, ganz viel unterwegs und machst viel und ich bin der Meinung, du bist immer überall, wo es wichtig ist. Weil der größte und bekannteste Restaurathäster Bayerns, kennst du ja wahrscheinlich, Markus Söder, Ja. ist eher an jedem Bierfassl dran. Und also ich hatte auch die Ehre, neben ihm zu stehen am Oktoberfest beim Anzapfen. Aber Wahnsinn, wie der unterwegs ist. Es Also ist, das ja, ist wahrscheinlich ist er wirklich geklont, anders bemerkenswert. geht's nicht. Ja. Aber er ist natürlich schon auch an Themen dran, von Bierzeit zu Bierzeit. Und die Möglichkeit, die hast du gar nicht. Die hast du gar nicht gehabt. Weil ich habe die ehrlich gesagt, ich da stehe auf der Wiese vermisst. Haben wir gedacht, vielleicht kommt er auch. Aber da warst du nicht da. Aber da war ja der Herr Söder da. Das hat ja ausgereicht. Wir Ich habe teilen nur. uns ja alle auf. Wir sind Genau. ja über 80 Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion. Da kann jeder Da mal deckt man irgendwo alles ganz zapfen. gut ab. Hast du angezapft? Nein, Nein. dieses Jahr nicht. Nein, Okay. leider nicht. Wo geht die Reise hin? Nach Berlin oder nicht? Habe vorher mal angesprochen. Definitiv nicht. Erstens Merkt euch das, was er gesagt hat. wir haben da unseren Florian Hahn, den allerbesten Ja, Bundestagsabgeordneten, den stimmt. wir uns wünschen können, den wir nächstes Jahr auch wieder unterstützen bei der Bundestagswahl. Und ich finde Bayern und unseren Stimmkreis, die 13 Kommunen, auch viel zu schön, als dass es mich nach Berlin ziehen würde. Das gilt für den Florian übrigens auch. Der freut sich immer total, wenn er dann endlich wieder zurück sein darf. Und der ist ja auch wahnsinnig viel unterwegs. Und wir arbeiten eng zusammen, habe ich als Bürgermeister mit ihm ja schon. Und deswegen ist er da genau der Richtige und ich wäre da der Falsche. Es hat ja einen prominenten Nachbarn draußen. Jürgen Drews ist neben ihm eingezogen, aber das nur nebenbei. Ich habe nur drei ganz kleine Punkte da. Das eine ist Asylpolitik. Was hältst du davon? Das beschäftigt uns natürlich erstens mal im Kann man es Haushaltsausschuss. reparieren, was kaputt gegangen ist? Was nicht eure Schuld war? Ja, also wir müssen natürlich viel mehr in der Integration tun, während wir jetzt einerseits natürlich im Bund schauen, dass wir das besser steuern, also dass wir eigentlich gar keine illegale Migration mehr haben, weil das ist ja das Hauptproblem. Während da jetzt Maßnahmen notwendig wären, die ja wirklich sofort auch wirken könnten, beispielsweise an der Grenze und andere Maßnahmen mehr, während eben Berlin handeln müsste, haben wir aber auch in Bayern ja, eben ab nächsten Jahr mit der Bundestagswahl dann handeln wird. Und währenddessen haben wir in Bayern ja auch Maßnahmen in die Wege geleitet, da wo wir halt selber handeln können. Also es ist die Bezahlkarte eingeführt worden, damit es eben Sachleistungen statt Geldleistungen gibt. Wir haben den bayerischen Grenzschutz, der sehr, sehr erfolgreich ist. Wir gehen jetzt verstärkt noch in die gemeinnützige Arbeit und die Verpflichtung von Asylbewerbern dazu, auch im Landkreis München übrigens wichtig, weil das auch bei der Integration ja hilft. Und ich denke, da müssen wir uns dann zugleich auch darauf konzentrieren, zu schauen, wie schaffen wir es, dass gar nicht mehr so viele kommen, weil wir ja wirklich schon überhalb dessen sind, was möglich ist. Das ist das eine, aber das andere eben auch, wie können wir die Leute integrieren, Arbeit, Ausbildung und aber auch Anpassung. Also am Ende reden wir nicht nur über eine finanzielle Überforderung, die wir hier im Haushaltsausschuss übrigens auch erleben und ja irgendwie lösen müssen, über eine strukturelle Überforderung in den Kommunen mit den Einrichtungen. Also je weniger kommen, umso besser können wir die Einzelnen integrieren. Aber wir reden ja drittens auch über eine kulturelle Überforderung. Und da müssen wir ansetzen, dass wir von den Leuten auch erwarten, dass sie sich anpassen und dass unsere Leitkulturen, unsere Werte gelten. Und wem die nicht passen,
Der ist ja auch dann sozusagen eingeladen, sich einen anderen Ort zum Leben zu suchen. Davon gibt es ja in der Welt genug. Ja, ja. Also wir sind ja der Sender ohne schlechte Nachrichten. Die Hörer werden sich jetzt erstmalig bei uns ein bisschen wundern, dass wir den Schritt Politik gerade machen mit einem Interview, was wir eigentlich sonst eher nicht machen. Aber es ist mir wahnsinnig wichtig und jetzt haben Hörer immer wieder angerufen und haben gesagt, frag doch mal einen von der CSU. Sage ich, okay, kenne ich jetzt nicht viele, kenne ich jetzt dich. Und habe gesagt, das probieren wir jetzt mal. Ich habe auch einen Herrn Söder angefragt. Der Herr Söder, du bist aber nicht zweite Wahl. Der Herr Söder hat mir einfach dann erklären lassen, er hat keine Lust. Das war also eigentlich der Originaltext und das ohne irgendwelche Erklärungen. Aber ist wurscht, ich bin jetzt bei dem richtigen Mann gelandet. Ich habe jetzt eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir müssen jetzt nicht auf Diesel kommen und auf elektrisch und auf was weiß ich. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut informiert worden von dir. Dafür sage ich ein ganz großes Dankeschön. Dankeschön, dass wir da sein dürfen bei dir und auch in diesen heiligen Räumen uns aufhalten dürfen und das Interview hier machen. Ganz, ganz toll. Du, ich sag danke für euer Interesse. Mich freut es ja, wenn sich jemand für Politik interessiert. Wir reden ja oft über Politikverdrossenheit. Und es ist genauso, wie du es jetzt auch angesprochen hast, wir müssen auch über die schwierigen Fragen sprechen, ja. Also auch über Asylpolitik sprechen, weil am Ende ist doch das Schlimmste, wenn die Leute das Gefühl haben, ich darf nicht mehr sagen, was ich denke, ich darf nicht mehr fragen, was ich fragen will. Und deswegen ist mir das total wichtig, dass wir da immer offen und ehrlich miteinander sind und auch mal sagen können, wir haben da Fehler gemacht, die haben wir in der Migrationspolitik auch als Union, als CDU insbesondere gemacht. Und das müssen wir jetzt angehen. Und deswegen ist wichtig, da auch drauf angesprochen zu werden, finde ich. In diesem Sinne sage ich nochmal vielen herzlichen Dank. Und ich muss eins noch von mir aus eigentlich dazu schießen. Ich weiß jetzt schon eins ganz sicher, dass unser Maximilian Wöltl Mensch bleiben wird. Der Mensch, den man kennt, den man kannte, als Bürgermeister schon. Und wir werden jetzt unten, wenn ich darf, an das Interview in YouTube zum Beispiel, auf unsere Social Media, deine Presse-E-Mail anhängen. Wenn Leute wirklich Fragen haben, brauchen es gar nicht über uns gehen, sie dürfen bei dir direkt nachfragen. Sehr gern. Auch unsere Telefonnummer im Büro. Wir haben auch eine Bürgersprechstunde in Aschheim. Also immer offene Tür, offenes Ohr, weil dafür ist ein Politiker da. Da werden wir die Zeiten noch einblenden. Ich sage vielen herzlichen Dank. Danke euch fürs Kommen und danke an alle Hörer und Zuseher von Radio 089. Ihr macht es großartig. Danke dir.